So, nun kochen wir das Pistölchen mal ein. Das Öl, was da drin ist, ist Hydrauliköl. Warum Hydrauliköl? Weil ich es gerade habe und weil es funktioniert. Ihr solltet, bevor ihr irgendein Öl nehmt, ein technisches Öl, vorher vielleicht mal ein Magazin briniertes probieren, ob das irgendwas an der Oberfläche verändert. Denn es gibt Öle, die haben Rostlöserbestandteile drin und das Letzte, was wir jetzt wollen, ist Rost zu lösen, also den Edelrost wieder runter zu kochen. Und deswegen nehme ich halt Hydrauliköl. Ob jedes Öl geeignet ist von der Hydraulik, kann ich nicht sagen. Aber zumindest das, was ich habe hier, funktioniert. Da muss noch ein bisschen Öl rein. Und das Gewürzei noch mit den kleinen Teilen. So, einkochen tue ich so um die 110 Grad. Und zwar hat das einen Grund. In den Poren von dem Metall ist noch Wasser. Und wenn ich das Wasser über 100 Grad erhitze, dann verdampft es. Also es dampft quasi aus den Poren raus. Und das kann man auch teilweise sehen an den winzig kleinen Dampfbläschen, die an die Oberfläche kommen. Das sieht aus wie so eine kleine Perlenschnur. Da ist das Restwasser aus den Poren, was noch rauskocht. Dann ersetzt quasi das Öl das Wasser, was in den Poren sitzt. Und das wollen wir. Das konserviert und das hält sehr lange. Das war's soweit. Einkochen tue ich, bis ich keine von den weißen Gasbläschen mehr sehe. Und das ist meistens so 10 Minuten, Viertelstunde. Kommt drauf an. Mal sehen. Von den kleineren Teilen sehe ich jetzt kein Geblubbers mehr, was rausschwitzt. Die kann man eigentlich schon rausnehmen. Aus dem Lauf kommt noch ziemlich was raus. Der wird wohl noch 10 Minuten drin bleiben. Aber ansonsten wären wir soweit fertig, da hole ich die Dinge mal raus.